Hey Freunde, willkommen zurück zu Clash of Clans. Wir haben beim letzten Mal all die Mauern verbessert, die wir verbessern wollten, um ja, zu sagen, hey, jetzt so langsam können wir das ganze Gold in das Rathaus Level 9 investieren. Und nichts anderes werden wir tun. Nichts anderes werden wir in der nächsten Zeit tun. Ich sehe gerade, dass in genau einer Stunde auch der Erdbebenzauber soweit ist. Der wird dann im nächsten Part soweit angeschaut. Und ja, ansonsten. Ich werde natürlich nicht nur schauen, dass wir Rathaus auf Level 9 verbessern, sondern dass auch gucken, dass wir hier im Labor noch das ein oder andere machen. Ne? Wir haben nicht wenig zu machen. Wir müssen noch den. Ja. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der Erdbebenzauber noch auf Level 3 verbessert werden kann. Zack, Nummer 1. Schweinereiter kann auch auf Level 4 gehen. Lakaien gehen ebenfalls auf Level 4. Walküren könnten auf 3 soweit gemaxt werden, aber ich glaube, Golem geht's. Golem kann ja auch. Ei, warte mal kurz. Wie viel kann ich momentan halten? 80.000. Es könnte sein, dass der Golem auch nochmal verbessert werden kann, nachdem man ihn schon mal verbessert hat. Na? Könnte sein. Bin ich mir nicht ganz sicher. Schauen wir, also man könnte in solchen Belangen sagen, ich wäre gerusht. Ja, kann man sagen. Aber ich bin es leid zu warten. Und ihr seid es auch leid zu warten. Wir wollen sehen, was Rats Level 9 so alles mit sich trägt. Was das für ein Gefühl ist, Rats Level 9 zu sein. Ob man dann eins besserer Mensch ist oder so. All das und vieles mehr werden wir sehen. Jetzt aber erstmal der Klarkrieg und das war eine Niederlage, die aber relativ knapp gewesen ist. Weil man sagen muss, dass, naja. Das Gegnerteam fast alles mit 3 Sternen plattgewalzt hat. Bis auf ein Dorf. Und das war nun mal Felixdorf. Also wir hatten da wirklich nicht mal den Hauch einer Chance gehabt. Doof gelaufen. Ich meine, hätten wir extrem fokussiert angegriffen, hätten wir bestimmt maxen können. Aber naja, komm. Geschenkt. So wie immer eigentlich. Wir schenken den Gegnern ihren Erfolg, ja? Wir sind keine Nichtsgönner. Wie heißt es so schön? Eine Random Army begleicht immer ihre Schuld. Nein, und das war nicht geklaut aus Game of Thrones mit den Lannistern. Ja, die ja auch diesen Spruch hegen. Das ist nur Zufall, ja? Das ist alles Zufall. Bitte lachen Sie nicht. Thanks. Ich könnte ja auf die ganzen Goldsammler gehen, ja. Mache ich, denke ich, auch mal. Hier 2 Packers. Hier 2 Packers. Und hier Packer und Barbarenkönig und dann hier natürlich noch so weit Ganze. Da werden meine ganzen Pekka-Brüder es leider. Oh Gott. Oh Gott. Prozent werden das nicht und ich habe auch irgendwie komischerweise. Ja gut, wir haben jetzt einen Sammler übersehen, aber in dem wird nicht alles drinstecken. Das ist nicht so. Sehr komisch. Schade. Ganz knapp, aber naja, kannst du halt nichts gegen machen. Ne? Ist halt einfach so. Kannst du nichts gegen machen. Man hat ja eigentlich gesehen, dass die Sammler, dass die Lager relativ leer waren. Voller als hier, aber trotzdem. Ne? Komisch.
Aber gut. Dann wisst ihr, selbst der ist gemaxter als ich. Also, da würde ich jetzt nicht meckern, wenn man sieht, ey, du hast noch ein paar Sachen im Labor zu verbessern, Rede und Sky. Ich hasse ihn. So, Mauerbrüder ist reinlaufen lassen. Sehr gut. Natürlich auch ganz wichtig, da den Heilzauber zu legen. Ja. Den lege ich da oben nicht. Das war es mir nicht wert. Aber hier kommt der nächste Heilzauber hin. War er vielleicht eins bisschen zu früh? Oder auch nicht? Ja. Jetzt, ich glaube, der Magier wird, bevor er überhaupt ins Rathaus kommt, vom Bogitub erfasst. Ja, war klar. Schade. Ui. Auch wieder ein sehr, sehr schöner Angriff. Richtig geil wieder hier. Wieder so richtig geil. Wow. Also richtig geil hier. Ja, so richtig geil. Bestes Spiel. Wow. Richtig krass. Richtig, richtig krass. Oh mein Gott. Ich raste aus. Wow. Naja, ne? Naja. Und bald beginnt der Vierfach-Sternmodus. Vielleicht sollten wir da diesen Stream machen. Oder dort auch diesen Stream machen. Der Road to Level 9 sich nennen wird. Mal gucken. Haut rein. Ciao.